Hi, willkommen zurück auf dem Channel. In diesem Video geht es um 39 Orte, an denen du auf jeden Fall Frauen kennenlernen kannst, wenn du den Mut dazu hast. Vielleicht kommst du rüber vom Blog, von der Webseite, dann findest du hier die 10 restlichen Orte, die nicht im Artikel drin waren. Vielleicht bist du aber auch vom Video hier, dann solltest du dir auf jeden Fall nach diesem Video unten in der Beschreibung den Blogartikel angucken. Da sind die restlichen 29 Orte, an denen du auf jeden Fall Frauen kennenlernen kannst. Wir starten los. Der erste Ort, an dem du Frauen kennenlernen kannst, ist eigentlich gar kein Ort, an dem du Frauen kennenlernen kannst, sondern ein kleiner Geheimtipp. Halte im Alltag Ausschau nach Frauen, die sitzen. Frauen, die zum Beispiel in ihrer Mittagspause sind und sich einen Kaffee geholt haben und einfach auf eine Bank gesetzt haben zum Beispiel. Das ist ein wunderbarer Zeitpunkt, Frauen kennenzulernen, denn die Frauen sind entspannt, sie sind ruhig, sie haben Zeit. Setz dich dazu, komm mit ihnen ins Gespräch, aber pass vielleicht auf, dass du nicht zu sehr Push, dass du nicht zu sehr drückst, wenn die Frau wirklich ihre Ruhe haben will. Aber allgemein, du kannst dir überlegen, Frauen, die gehen, Frauen, die am Gehen sind, sind super schwer anzuhalten, weil natürlich haben die es eilig. Meistens haben die es eilig, meistens müssen die irgendwo hin, aber eine Frau, die sitzt, hat Zeit und es ist ein wunderbarer Zeitpunkt, wo du sie ansprechen kannst. Der zweite Ort, wo du Frauen kennenlernen kannst, ist auch ein bisschen spezieller, nämlich, eigentlich ist es gar kein Ort, über gemeinsame Freunde und Bekannte. Das ist eine super Möglichkeit, Frauen kennenzulernen, denn wenn jemand von deinen Bekannten sagt, hey, pass auf, ich stell dir mal den und den vor, dann ist da bereits eine gewisse Vertrauensbasis. Die Frau weiß dann, oh, okay, das ist ein Freund von einem meiner Freunde. Das heißt, sie kann sich denken, dass ihr ungefähr gleich tickt, dass ihr vielleicht gleiche Werte habt und die Konversation und das Kennenlernen wird gleich ein bisschen harmonischer sein und mit weniger Verteidigung von ihrer Seite aus, weil sie weiß, hey, mein Freund hat mir den vorgestellt, das heißt, er muss wissen, dass das ein cooler Typ ist und dann fährt sie gleich ein bisschen ihre Verteidigung runter und du kannst dich viel leichter kennenlernen, Frauen kennenlernen, Freunde und Bekannte. Der dritte Ort ist ein ganz toller Ort, nämlich Frauen kennenlernen in der Bücherei oder der Bibliothek. Gerade wenn du gerne liest, so wie ich, ist es ein toller Ort. Geh zu der Frau hin, guck mal, was liest sie da und fang einfach eine Konversation über das Buch, was sie da gerade in der Hand hat, mit ihr an. Du musst das Buch nicht kennen, du musst das Thema nicht kennen, interessier dich einfach dafür. Frag nach, was ist das, worum geht es in dem Buch? Ja, ah, okay, das ist ein Thema, was dich interessiert. Erzähl mal mehr darüber. Wie kamst du darauf? Okay, cool. Und schon bist du mit ihr im Gespräch. Aber auch wenn du nicht der größte Bücherfan bist, kannst du das gleich genauso machen. Denn dann hast du die Möglichkeit, was Neues zu erfahren, was Neues zu entdecken, von dem du vielleicht noch kein Fan warst und merkst, oh, okay, es sind wirklich interessante Themen und vielleicht sollte ich mich damit auch mal auseinandersetzen. Deswegen ist es super, Frauen zum Beispiel in der Bibliothek, bei dir in der Uni oder halt in der Bücherei kennenzulernen, im Bücherladen, wenn du mal da bist. Der vierte Ort, um Frauen kennenzulernen, ist der See. Am See ist es klasse, es ist wieder der Vorteil, die Frau liegt da, die will sich entspannen, die hat ihre Ruhe, die genießt gerade einfach das am See rumliegen, vielleicht in der Sonne. Und es ist die perfekte Möglichkeit für dich, diese Frau kennenzulernen. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, weil du ja mit ihr schon vor Ort bist am See, geh mit ihr eine Runde spazieren am See, leg dich zu ihr und hol euch beiden ein Eis vom Bistro nebenan. Du hast die Möglichkeit, am See vor Ort ein, so nennen wir das, Sofort-Date zu machen, wo du einfach sofort mehr Zeit mit der Frau verbringen kannst. Und das ist ganz, ganz positiv dafür, wirkt sich ganz positiv darauf aus, dass du die Frau auf jeden Fall wieder siehst. Denn überleg mal, wenn ihr jetzt eine halbe Stunde verbracht habt, dann kennt sie dich viel besser, kann dich viel besser einschätzen und hat auch ein viel größeres Verlangen, dich wiederzusehen, wenn ihr euch denn verstanden habt. Deswegen ist Frauen kennenlernen am See klasse und ein super Ort, um vielleicht deine nächste Traumfrau dort zu treffen. Wenn du kulturbegeistert bist, dann kannst du Frauen wunderbar im Museum kennenlernen. Überleg dir, welche Art von Museum finde ich interessant. Ich persönlich würde, glaube ich, ins Naturkundemuseum gehen, denn da finde ich sehr viele Sachen interessant. Und du wirst dort Leute antreffen, beziehungsweise Frauen antreffen, die ebenfalls an der gleichen Sache interessiert sind. Ist ungefähr so wie in der Bücherei, beziehungsweise in der Bibliothek. Wenn du auf die Frau zugehst und merkst, oh, die liest das Gleiche wie ich, dann kannst du sehr, sehr einfach darüber mit ihr in Kontakt kommen. Wenn du kulturell interessiert bist, überleg dir, okay, was für ein Museum könnte mich ansprechen, geh einfach mal sonntags hin, da hast du wahrscheinlich sowieso frei und guck mal, was du für interessante Frauen dort kennenlernen kannst. Der sechste Ort ist wieder kein Ort, sondern mehr ein kleiner Geheimtipp, der eigentlich auch kein Geheimtipp ist. Frauen kennenlernen beim Spaziergang mit dem Hund. Vielleicht hast du selbst einen Hund, vielleicht haben Verwandte oder Freunde von dir einen Hund, den du dir mal ausleihen kannst, mit dem du mal Gassi gehen kannst für sie, um ein bisschen Zeit freizuschaufeln. Und dann bist du mit dem Hund unterwegs und du wirst merken, der Hund ist wie ein Frauenmagnet. Die Frauen gucken den an, oh süß, die Frauen wollen ihn streicheln, anfassen und schon stehst du da mit einer Frau, die sich für den Hund interessiert, was unter Umständen sogar noch dein Hund ist und kannst so einfach mit ihr ins Gespräch kommen. Es ist so einfach. Schnapp dir einen Hund, deinen eigenen oder vielleicht den von Freunden und Verwandten, geh in den Park und sieh mal zu, wie dieser Hund all die Frauen einfach nur magisch anzieht.
Der siebte Ort, wo du Frauen kennenlernen kannst, sind Seminare. Da ist auch wieder der Vorteil, du gehst natürlich auf ein Seminar, was dich persönlich interessiert. Und der große Vorteil an Seminaren ist, es ist super hilfreich, wenn man sich danach mit den Leuten, die da waren, noch austauscht. Deswegen sprich die Frau an, schlag ihr einfach vor, hey, pass auf, lass uns noch ein bisschen austauschen danach, quatsch ein bisschen mit ihr. Und danach seid ihr immer noch in Kontakt und macht zum Beispiel Aufgaben, die ihr auf dem Seminar bekommen habt. Oder lasst das ganze Seminar nochmal Revue passieren. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, um mit der Frau sehr, sehr einfach und ohne große Verteidigungsmechanismen ihrer Seite aus in Kontakt zu treten. Vergiss dabei aber bitte nie, dass du natürlich da bist, weil die Frau dir gefällt. Lass es also auch so ein bisschen durchscheinen, aber da kannst du Nützliches mit Praktischem verbinden und hast einfach jemanden, mit dem du nach dem Seminar vielleicht dich noch austauschen kannst, aber trotzdem eine Frau, die dir gefällt, die du kennenlernen kannst. Der achte Ort ist natürlich Frauen kennenlernen im Internet. Du kannst Frauen kennenlernen über Apps, du kannst Frauen kennenlernen über allgemein Online-Dating-Portale. Ich würde dir aber den einen Tipp geben, lern Frauen auf der Straße kennen im Alltag und lern sie auch im Internet kennen. Ja? Es ist wichtig, dass du in der Lage bist, auch draußen im Alltag die Frauen kennenzulernen, denn du wirst sie ja sowieso irgendwann dort treffen. Du lernst die Frau über die App kennen im Internet und dann triffst du sie auf ein Date in der, ich sag mal, echten Welt. Du verstehst, wie ich es meine. Deswegen, die Fähigkeit, an der Frau im Alltag anzusprechen, solltest du auch trainieren, solltest du auch können. Und darüber hinaus kannst du auch ein bisschen Online-Dating machen und kannst vielleicht, gerade wenn du Anfänger bist und noch ein bisschen schüchtern, kannst du da einfach sehr entspannt mit Frauen in Kontakt kommen und überhaupt erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wie du mit ihnen reden kannst. Der neunte Ort, den ich dir jetzt empfehlen kann, ist eine sehr, sehr spezielle Empfehlung, auch von einem Freund von mir. Ich selbst habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert, deswegen super interessant. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du mal da warst, wie es da wirklich ist. Denn ein guter Freund von mir meinte, Frauen kann man wunderbar beim Pferderennen kennenlernen. Er meinte, es ist natürlich ein Ort, Frauen begeistern sich für Pferde. Und er hat zu mir gesagt, ein super Ort, um Frauen kennenzulernen, ist das Pferderennen. Dort sind anscheinend viele Frauen, die sich natürlich für die Pferde begeistern. Und wenn du irgendwie auch eine Verbindung zu sowas hast, vielleicht Wetten, vielleicht Pferde, vielleicht ein bisschen Wettkampf, dann geh doch mal zu einem Pferderennen, guck dir sowas doch mal an und schau mal, wen du da kennenlernen kannst. Ein zusätzlicher guter Punkt ist, dass du natürlich dann deinen Horizont erweiterst. Ja, du gehst auf ein neues Gebiet. Du machst etwas, was du vorher nicht gemacht hast, denn viele von uns waren sicherlich noch nicht beim Pferderennen. Und so kannst du einfach gucken, hey, ist da vielleicht auch eine neue Leidenschaft, die ich da finden kann, die mich begeistert? Und wenn nicht, hast du einfach eine tolle neue Erfahrung gemacht und vielleicht eine Frau dort kennengelernt. Der zehnte und letzte Ort ist, eine Frau kennenzulernen auf dem Abifest. Das ist gerade für jüngere Leute gut und der Riesenvorteil am Abifest ist, die Leute sind da, die Leute haben Zeit, nicht wie in der Schule, wo alles ein bisschen hektisch und hin und her ist. Der zweite Punkt ist, es wird getrunken, das heißt, die Leute sind entspannter, sozialer, ein bisschen aufgelockerter und die ganz tolle Sache ist, dass du die Möglichkeit hast, Leute kennenzulernen, die du sonst in der Schule vielleicht nicht kennenlernst. Alle Jahrgänge sind meistens dort versammelt und wo du zum Beispiel in der Schule sehr, sehr viel Mut brauchst, um auf eine geschlossene Gruppe zuzugehen und dort eine Frau kennenzulernen, ist es auf dem Abiturfest so, alle Leute sind sozusagen ein Team, alle Leute sind entspannt und da kannst du mega leicht neue Frauen oder auch neue Männer kennenlernen, die mit dir im gleichen Jahrgang sind, mit dir auf die gleiche Schule gehen. Wie gesagt, eher ein Tipp für Leute, die jetzt in der Abiturphase festhängen, aber nutzt diese Abi-Partys, habe ich damals auch viel gemacht, um Frauen kennenzulernen. Das waren die 10 Orte. Wenn du die restlichen 29 sehen willst, dann klickst du unten auf den Link in der Beschreibung. Da geht es zum Blogartikel. Und ich sag dir, wenn du regelmäßig in einem dieser 39 Orte bist und den Mut hast und dich überwindest und die Frau ansprichst, du wirst Frauen kennenlernen, du wirst Frauen in dein Leben ziehen, dein Leben wird sich ganz stark verändern, du wirst nicht mehr einsam sein und vor allem wirst du dich in dieses riesige Abenteuer stürzen, was eben Frauen kennenlernen und Frauen daten ist. Es ist eine Sache, die das Leben ganz stark bereichert. Wenn du zum Beispiel im Alltag unterwegs bist, alles ist sehr routinemäßig und das kann wirklich eine Sache sein, die dein Leben ganz, ganz stark einen frischen Wind verleiht, sage ich mal, weil du nie weißt, was passiert. Du sprichst eine Frau an und du weißt nie, was am Ende dabei rumkommt. Klar, du hast vielleicht so im Kopf, ich möchte sie kennenlernen, dann kommt sie vielleicht zu mir, wir haben vielleicht Sex und haben dann eine Beziehung. Das ist so dein grober Plan, aber du weißt nie, was passiert. Das passieren die verrücktesten Sachen und die tollsten Sachen und für jeden Mann da draußen wirklich die Empfehlung, stürz dich mal in dieses Abenteuer, mehr Frauen kennenzulernen, mehr Frauen zu daten an diesen 39 Orten und ich sag dir, dein Leben wird nicht mehr das gleiche sein.